Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute für euch eine Osterhasenkarte zu Ostern, frohe Ostern. Das Ganze gehört zu unserem Teamgeist, das heißt, meine Teammädels und ich zeigen euch immer ganz viele Ideen zum Thema, zu einem Thema, das ich vorgebe. Und meine Idee dazu bastle ich dann immer in einem separaten Video für euch nach. Zu meinem Teamgeist-Video, wenn es schon online ist, dann verlinke ich euch das jetzt hier oben. Das sind noch ganz viele andere Ideen zum Thema Osterkarten. Und ansonsten zeige ich euch jetzt einfach meine Karte. Ich habe mir dieses Mal gedacht, ich mache wirklich einen Osterhasen. Und so sieht die Karte eben aus. Die kann man eben auch super verschicken. Die hat im Prinzip ein normales Kartenmaß, auch wenn es jetzt so nicht danach aussieht. Aber die kann man auch ganz gut verschicken. Okay, und die sieht so von vorne aus. Also hier ein kleines süßes Häschen mit einer schönen Dekoration. Man kann sie ganz normal aufmachen. Und auf der Rückseite ist noch was besonders Süßes, nämlich ein kleines Schwänzchen vom Häschen. Okay, und die basteln wir heute einfach zusammen und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Legen wir los. Und zwar, was ihr an Farben braucht, das halte ich euch wie immer kurz ins Bild. Die Bestellnummern, falls ihr die braucht. Ich habe jetzt einmal benutzt Blütenrosa, Waldmoos, Savanne, Flüsterweiß und hier versteckt sich noch Wassermelone. Wo ist die Bestellnummer von Wassermelone? Die ist weg. Die blende ich euch jetzt einfach hier unten mal schnell ein. Ach, ich habe sie gefunden. Die hat sich abgelöst. Das ist die Bestellnummer von Wassermelone. Die hat sich einfach verdrückt. Okay. Und zwar braucht ihr erstmal von Savanne ein bisschen größeres Stück. Ich schneide euch das gleich mit euch zu. Also das hat das Maß 21 in der Breite. 10,5 cm habe ich gefalzt. Also wieder so diese typische Kartengröße. Und ihr könnt es entweder auf 14,5 schneiden, so wie hier bei meinem ersten Hasen. Und ich habe es jetzt hier aber auf 15 cm von der Höhe. Ich lasse es jetzt auch mal so, wobei es eigentlich egal ist. Wir können es uns auch einkürzen. Wir schneiden uns ja dann sowieso aus, wie das ist. Aber 14,5 reicht und dann könnt ihr das auch in einem Kuvert verschicken. Und dann habe ich schon ein bisschen was hergerichtet. Also ich habe jetzt einmal aus Pergamentpapier mir schon was ausgestanzt. Das heißt, ihr braucht Pergament. Ein bisschen Wassermelone brauche ich als Reststücke für die Blüten. Die stanzen wir gleich zusammen aus. Ein bisschen Reststück in Flüsterweiß fürs Schwänzchen und natürlich dann auch fürs Etikett. Das habe ich mir auch schon ausgestanzt. Und die anderen beiden Farben sind einfach als Blattwerk noch so ein bisschen zur Verzierung für den Hasen dann da. Was ich jetzt schon mal hergerichtet habe, ist, ich habe mir das Stempelset Gut gesagt hergenommen. Das ist ein ganz großes Stempelset, da habt ihr ganz, ganz viele Sprüche drinnen. Das hier wäre die Bestellnummer. Und da ist eben auch ein frohe Ostern drin. Das sind eben zwei Stempel. Ich finde es jetzt, glaube ich, gar nicht so auf die Schnelle. Ihr seht es jetzt mal hier. Einmal frohe und einmal Ostern. Und die könnt ihr euch separat aufstempeln, so wie ihr wollt. Ob ihr das gerade macht, ob ihr das ein bisschen schief macht. Also das könnt ihr einfach austesten. Und das habe ich jetzt schon mal vorher hergerichtet. Und zwar habe ich das Ganze in Savanne einmal auf Flüsterweiß aufgestempelt und habe mir das Ganze dann ausgestanzt. Und zwar habe ich das gemacht mit den bezaubernden Etiketten. Da gibt es nämlich zwei verschiedene Etiketten. Einmal dieses kleinere. Da habe ich mir das einfach ausgestanzt und einmal das größere mit Pergamentpapier habe ich mir auch schon mal ausgestanzt. Und wir stanzen auf jeden Fall nachher noch zusammen, aber ich wollte es ein bisschen weniger stanzen. Deswegen habe ich das schon mal so weit hergerichtet und das brauchen wir dann eben nachher für die Deko. Und dann habe ich mir auch schon ein bisschen Blattwerk ausgestanzt. Das machen wir auch gleich zusammen. Dafür habe ich jetzt die Stanzformen Mondblüten verwendet und ich benutze für die Blüten die Stanzformen Tropisch. Das braucht ihr aber nicht unbedingt. Ihr könnt natürlich auch andere kleine Blüten da aufkleben. Aber die fand ich jetzt ganz toll, weil die eben so eine, das sind so ein Dreierblütenset. Vielleicht habt ihr das ja zu Hause und könnt es gleich nutzen. Die habe ich mir jetzt eben schon in Blütenrosa ausgestanzt und wir stanzen uns das jetzt gleich noch in Wassermelone aus. Und mit dem fangen wir jetzt einfach an. Dann haben wir alle Stanzteile schon mal fertig. Aus den Blüten, Mondblütenzauber, wie heißt es? Mondblüten, nehme ich mir noch diesen großen raus und dieses kleine Blattwerk. Mit den Mondblüten habe ich euch übrigens auch schon mal eine Karte gezeigt. Die verlinke ich jetzt mal hier oben und vielleicht ist die andere auch schon online, die verlinke ich euch dann auch noch. Es gibt auf jeden Fall noch mal eine, aber ich glaube, die kommt erst noch. Bin ich ganz offen. Ich drehe ja immer so ein bisschen vor und weiß immer nicht genau, welches Video nach welchem Video kommt. Jetzt nehme ich mir auf jeden Fall mal die Big Shot ins Bild. Ich muss hier ein bisschen besser Ordnung halten bei den ganzen kleinen Teilen. Und stanze mir erstmal die Blätter aus. Und zwar habe ich jetzt hier einmal dieses lange Blatt. Hoppala, das habe ich mir schon ausgestanzt, da ist es. Super. Einmal in Olivgrün ausgestanzt und dann noch dieses kleinere. Das machen wir jetzt zusammen, das habe ich noch nicht.
Und dann kriegen wir das alles zusammen hier rein, glaube ich. Jawohl. Das große Blatt habe ich mir dann nochmal ausgestanzt in Waldmoos, meine ich, war es, oder? Ja, Waldmoos. Das stanzen wir uns jetzt auch gleich mal einmal in einem durch. Und weil wir das auch noch schaffen vom Platz her, reißen wir das dann manchmal immer ganz gerne zu, wenn ich mehr Platz brauche vor der Big Shot. So. Und damit wir nur einmal durchkurbeln müssen, nehmen wir uns auch gleich das Wassermelonenstück und diese Dreierblüte aus dem Tropisch und legen das auch noch hier auf. Ich glaube, ich bin nicht ganz im Bild, aber ich kriege das alles auf einmal hier raus. Wenn ich mir jetzt die Acrylplatte schön drüber lege, dann kann ich mir das gleich alles in einem durchstanzen. Einmal durchkurbeln, eigentlich reicht einmal. Ich mache jetzt nach vorne, nach hinten, weil ich da hinten keinen Platz mehr habe. Und dann löse ich mir das einfach nur kurz aus den Stanzformen raus. Also die Blüten, die lösen sich sowieso super raus. Und bei dem großen Blattwerk ist es so, das sind so kleine Punkte. Da könnt ihr einfach mit so einer kleinen Nadel durchgehen. Dann löst sich das auch super. Aber das kriegt man mit dem Fingernagel schwer raus. Okay, dann können die Stanzformen schon mal aufgeknöpft werden. Und dann schnappe ich mir mein flüsterweißes Papier, das ich als Rest noch habe. Und da brauche ich jetzt eine 1,5 Inch Kreisstanze. Das wird nämlich das Hinterteil von unserem Häschen. Da zeige ich euch auch einen Trick. Ah, da wollte ich euch einen Trick zeigen. Und deswegen, ja, ich habe es hier schon richtig. Das ist flüsterweiß extra stark. Und zwar hat es diese Bestellnummer, das tut mir leid, das habe ich am Anfang vergessen. Ich möchte euch damit nämlich einen kleinen Tipp zeigen und deswegen benutze ich jetzt hier das extra starke Flüsterweiß. Stanze ich mir jetzt einmal kurz aus, eben mit der 1,5 Inch Kreisstanze. Die hat diese Nummer. Und was ich jetzt hier gemacht habe, ich wollte, dass dieses Schwänzchen so ein bisschen so einen aufgerüffelten Effekt hat. Ich hoffe, man sieht es in der Kamera. Und dazu habe ich einfach so gemacht, dass ich mir diesen Kreis einmal in der Mitte auseinandergerissen habe. Ich fand, das macht sich nur ein bisschen, da riffelt das Papier dann so auf. Ich hoffe, man sieht es in der Kamera. Und dann kann man das ganz süß verwenden als Schwänzchen. Ich glaube, man kann es erkennen. Und jetzt haben wir eigentlich schon alle unsere Teile und können uns an unsere Grundkarte machen, also an unser Häschen. So, und jetzt schnappe ich mir meine Grundkarte und zeichne mir mein Häschen auf. Ich habe jetzt hier schon Häschen also was ich super verwenden kann. Und für euch mache ich so, dass ich euch jetzt in der Infobox hier oben, wenn ihr auf dieses weiße i klickt, was da jetzt sich öffnet, kommt ihr auf einen Blogbeitrag von mir und da könnt ihr euch dieses Häschen ausschneiden. Also das verlinke ich euch da, damit ihr dann auch genauso die Karte nachbasteln könnt. Dann könnt ihr euch das einfach ausdrucken, dann legt ihr euch das auf eure Karte und schneidet euch das jetzt dann genauso aus wie ich. Also ich zeichne mir das jetzt eben mit Bleistift mal schnell vor. Es ist übrigens mit Hand gezeichnetes Häschen, also es ist kein perfektes Häschen, aber ich finde es total süß, so wie es ist und werde da nicht noch irgendwas verändern dran. Also wenn euch das irgendwie zu unrund an manchen Stellen ist oder zu rund oder wie auch immer, dann müsst ihr das einfach so verändern, wie ihr das gerne haben wollt. Oder ihr macht es auch einfach freihand, dass ihr euch da einfach selber ein Häschen aufzeichnet. Wichtig ist, wenn ihr euch das selber aufzeichnet, einfach nur, ihr habt es jetzt hoffentlich gesehen, ich lege mir das hier wirklich an den Rand, weil diese beiden Stellen, dieses Öhrchen und dieser Bauch vom Häschen, die müssen natürlich schon noch zusammenbleiben. Wenn man alles rausschneiden würde, würde die Karte ja keine Karte mehr sein, sondern einfach nur ein Vorderteil. Was ich euch übrigens eigentlich auch noch als Tipp sagen wollte, ihr müsst es nicht als Osterkarte verschenken. Was total süß wäre, wäre das auch als kleine Menükarte auf den Tisch gestellt. Einfach in so ein kleines Element rein, wo man aus Holz oder so so einen kleinen Aufsteller halt baut und das dann auf den Tisch stellt als Menükarte. Dann kann jeder gucken, hey, was gibt es denn heute? Und das ist, finde ich, auch eine ganz süße Idee als Menükarte vielleicht für den einen oder anderen. Und jetzt schneide ich mir einfach meine Linien nach. Und wie gesagt, wenn ihr euch das dann selber aufmalt, malt es so auf, dass es hier und hier in die Karte als Rand reingeht, dass das euer Rand ist von eurem Ohr, aber dass der hier über dieser Knickfalz liegt. Und dann schneidet ihr das einfach mit der Schere per Hand nach. Und ich mache auch gleich noch beide Schichten durch. Also das geht super und kann mir das da super ausschneiden. Wenn ihr schöne Kanten haben wollt, dann dreht am besten das Papier und nicht die Schere als kleinen Tipp.
und wir sehen uns gleich wieder. Ja, und weil wir uns jetzt schon so viel hergerichtet haben, können wir auch schon gleich loslegen und die Karte fertig bauen oder die Menükarte, je nachdem, was ihr daraus machen möchtet. Als erstes fange ich jetzt einfach mal an mit meinem Pergamentpapier. Das kommt also hier in den Hintergrund und das klebe ich mir, ich habe es mit Dimensionals aufgeklebt. Wo sind meine Dimensionals hier? Also ich nehme mir zuerst mein Etikett, mein Frohe Ostern Etikett und klebe mir das einfach mit zwei Dimensionals direkt schon mal auf mein Pergamentpapier. Schön mittig. Und dann dekoriere ich mir jetzt einfach so die Blätter ein bisschen außenrum. Ich habe jetzt hier eben angefangen mit dem dunkleren Blattwerk. Das kommt hier so in den Hintergrund. Wenn ihr die Karte verschicken wollt, müsst ihr natürlich ein bisschen aufpassen, dass ihr dann nicht so sehr über den Rand rauskommt. Also da müsst ihr gucken, wie es ins Kuvert passt. Wenn ihr es aber auf den Tisch stellt oder so, dann kann ja da ruhig noch was rausschauen. Und dann können wir uns das einfach hier so drüber kleben. Also das ist kein Problem. Was ich jetzt hier mache, ist, dass ich mir hier unten das ein bisschen abschneide. Das Blatt, das sieht man jetzt nur so ein bisschen und das wollte ich jetzt nicht unbedingt haben. Also so finde ich es jetzt ganz schön. Und so klebe ich mir das jetzt einfach mit Flüssigkleber an. Und ich zoome euch da jetzt noch ein bisschen näher hin, damit ihr das besser beobachten könnt. Und so mache ich es eigentlich mit allen Blättern. Also die verteile ich jetzt hier einfach, wenn ich irgendwo eine Ecke habe, wo mir nicht so gefällt, schneide ich ein bisschen was weg. Und ansonsten klebe ich das so auf. Und bei den kleinen Blüten mache ich es auch so. Nur hier arbeite ich, könnt ihr auch mit Flüssigkleber machen. Was ich aber noch habe, ich habe noch aus so einem Set diese kleinen Klebepads. Die sind ein bisschen kleiner als die Glue Dots. Und die haben da so eine Folie drauf, die man immer abziehen muss. Aber die sind ein bisschen kleiner, seht ihr das? Und die verwende ich für die kleinen Blüten, dass die auch mal wegkommen. Vielleicht habt ihr auch noch sowas zum Resteverwerten, ist das ganz praktisch. Genau, und da schaut ihr mir einfach über die Schulter. Klebe ich mir einfach ein bisschen mit Flüssigkleber hier so ganz wenig nur an und baue das dann so in meinen Hintergrund rein. So, bei mir ist das natürlich ein Hasenmädchen. Das heißt, ich habe noch eine kleine Blüte übrig und einen kleinen Klebepunkt und klebe mir das jetzt hier oben hin, dass mein kleines Häschen noch ein kleines Blütchen im Ohr hat, sozusagen. Okay, und dann nehme ich mir das Abreißklebeband und klebe mir erstmal das ganze Etikett auf. Dann sehe ich eben ganz gut, wo ich das kleben kann. Durch dass das ja Pergamentpapier ist, möchte ich es natürlich nur da ankleben, wo auch das weiße Etikett dann drüber ist und sieht man dann auf der Rückseite immer ganz gut. Was ich jetzt noch gemacht habe, ist, dass ich noch ein bisschen silbernes Garn da im Hintergrund gemacht habe. Mal schauen, ob ich das jetzt noch hinkriege. Das war jetzt, vielleicht hätte ich das vorher machen sollen. Ich versuche mir das jetzt mittig und einigermaßen gerade da aufzukleben. Irgendwie ist mein Häschen ein bisschen schief heute. Oder mein Blick ist schief. So. So ist, glaube ich, ganz gut. Ich habe nur ein bisschen was übrig. Also ihr seht einfach, wie ihr das dekorieren wollt. Es war mir jetzt ein bisschen zu viel. Man könnte es da hinten nur so ein bisschen rausschauen lassen. Das macht ihr einfach so, wie es euch gefällt. Ich lasse es jetzt mal weg. Und wie gesagt, was ich jetzt noch gemacht habe, ist, dass ich mir das silberne Garn schnappe. Ihr wisst es ja. Also wenn ihr meine Videos verfolgt, dann taucht es immer wieder oder fast in jedem Video auf. Ich halte mir das zwischen zwei Fingern, zwischen Daumen und Zeigefinger und wickele mir das einfach ein paar Mal so um 3, 4 Finger rum und schneide mir das dann ab. Und dann klebe ich mir das Ganze noch auf ein Klebepad auf, also auf ein Glue Dot. Ihr könnt natürlich, wenn ihr die anderen verwendet, auch die nehmen, aber die sind für mich ein bisschen nervig mit dieser Klebefläche, die man da immer abziehen muss. Das ist irgendwie blöd. Und dann klebe ich mir das jetzt noch in den Hintergrund. Vorher schneide ich mir jetzt die Enden hier direkt noch ab.
Das kann man danach immer ein bisschen schwierig machen. Also da kommt man jetzt immer noch am besten hin, bevor man es aufgeklebt hat, dass die an der Seite dann nicht rausstehen. Ja, und eigentlich müsste ich jetzt hier mit einer Pinzette arbeiten, aber meine ist gerade irgendwie verschollen. Ich hoffe, dass ich das jetzt trotzdem da hinten reinkriege. Schauen wir mal. Also das wird nochmal komplett hinter das ganze Etikett geschoben. Das passt jetzt hier ganz gut und schaut jetzt hier einfach an der Seite noch ein bisschen raus. Ich finde, das macht sich total gut. Da kommen ja jetzt noch Glitzersteine drauf und von dem her kann man das ruhig schon mal machen. Und die Glitzersteine mache ich jetzt auch gleich drauf und dann malen wir unserem süßen Häschen noch ein Gesicht. Auch hier brauche ich normal immer meine Pinzette und die ist weg. Muss mir unbedingt eine neue zulegen oder mal auf die Suche gehen. Die verteile ich jetzt einfach so hier. Ich nehme da jetzt zwei kleine und ein bisschen größeres. Und bleib so ein bisschen auf der rechten Seite. Wobei, das finde ich jetzt zu groß. Könnten wir jetzt doch nicht. Ich nehme doch drei kleine. So ist das, finde ich, schon mal ganz süß dekoriert hier unten. Und jetzt braucht unser Häschen eigentlich nur noch ein süßes Gesicht. Und da nehme ich mir jetzt zur Sicherheit lieber erstmal einen Bleistift und male mir jetzt hier zwei Augen, Näschen und so weiter auf. Ich finde das so ganz gut und mache das Ganze jetzt noch mit Marker nach. Wichtig ist nur, dass ihr, bevor ihr das wieder wegradiert, auf jeden Fall den Marker richtig gut trocknen lasst. Ich habe das hier, das sieht man vielleicht ein bisschen, ist ein bisschen verschwommen, das war nicht richtig trocken und das ist natürlich ärgerlich. Bevor ich mir das aber mit dem Marker jetzt noch nachziehe, habe ich mir gedacht, mache ich noch meine Rückseite fertig. Wir haben ja hier auch noch unser kleines Puschelschwänzchen und das klebe ich mir einfach mit. Das kann man jetzt diesmal mit Dimensionals aufkleben. Wichtig, die richtige Seite nehmen, also nicht die Seite, wo wir das weggerissen haben, sondern die andere. Und setzen uns den jetzt hier noch so ein bisschen auf. Der ist ja total süß. Oh. Also hier habe ich es flach aufgeklebt und es gefällt mir nicht so gut. Ich finde das mit Dimensionals schöner. Okay, und dann zeichne ich jetzt einfach hier mit dem Stift noch mein Gesichtlein nach. Wie gesagt, ich lasse das jetzt mal noch mit dem Bleistift. Also ihr seht jetzt hier noch die Bleistifthintergründe, aber bevor das nicht ganz trocken ist, radiere ich es diesmal nicht weg. Das habe ich gelernt. Und ja, ich glaube, wir sind tatsächlich schon fertig mit unserer süßen Karte. Also wie gesagt, ihr könnt die super als Menükarte verwenden oder auch als wirklich süßen Ostergruß. Das ist mal ganz was anderes. Hier habt ihr auch eigentlich noch recht viel Platz zum Schreiben. Zur Not könnt ihr die Seite natürlich auch noch mit verwenden, ist ja ganz klar. Und hinten drauf mit dem süßen Puschelschwänzchen. Ich finde das einfach süß. Ich habe jetzt hier mal die Nase nicht ausgemalt und hier schon. Dann habt ihr ein bisschen einen Vergleich, was euch besser gefällt. Die könnt ihr natürlich auch rosa machen oder so. Also da könnt ihr euch natürlich trotzdem noch austoben. Ihr müsst das ja nicht genauso nachbasteln. Aber ich finde, das ist eine total süße Osterkarte und ein toller Ostergruß. Ich nehme euch jetzt mal noch ein bisschen raus. So, ein bisschen Ordnung schaffen hier außenrum. Und ja, an dieser Stelle kommt normalerweise immer mein Spruch. Vielen Dank fürs Zuschauen und so weiter. Aber der kommt jetzt erst ein bisschen später, denn ich möchte an dieser Stelle noch eine kleine Verlosung einbauen. Aber erstmal wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln von dieser super süßen Karte. Und jetzt zeige ich euch, was es zu gewinnen gibt und erkläre ich auch ein bisschen den Grund. Also es ist jetzt schon ein bisschen her, aber 5000 Abonnenten ist natürlich eine Megazahl und das wollte ich mit euch feiern. Und ich freue mich total, dass es 5000 Abonnenten schon sind. Und auch wenn ich jetzt ein bisschen hinterherhinke mit der Zeit, aber ich finde es besser jetzt als nie und deswegen verlose ich heute in diesem Video, also nicht in einem speziellen, separaten Video, so wie ihr es bis jetzt immer gekannt habt, sondern in diesem Video drei Stempelsets, die ihr gewinnen könnt. Einmal Glück und Liebe, die sind alle aus der Celebration, das Stempelset. Dann von uns allen die beiden Stempelsets. Ich glaube, jeder, der das noch nicht hat, braucht das unbedingt, weil es sind so süße Stempelsets und ich glaube, ganz, ganz viele möchten das gerne haben. Also auch diejenigen, die es jetzt noch nicht haben, vielleicht haben noch die Möglichkeit, das zu bekommen. Und diese drei Stempelsets werde ich verlosen. Das Ganze geht eine Woche und ich möchte natürlich damit einfach meine Abonnenten erreichen, die meine Videos wirklich bis zum Ende schauen und die gerne dabei sind und ja, die wirklich, also ja, deswegen kommt es jetzt auch ganz zum Schluss und nicht als separates Video, so wie sonst immer, sondern einfach,
für euch, die ihr das Video bis zum Ende anschaut, vielleicht eine ganz besondere Gewinnchance. Ich freue mich auf jeden Fall und sage vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank für die 5000 Abonnenten, wirklich. Ihr könnt diese Stempels jetzt gewinnen, wenn ihr einfach unter diesem Video einen Kommentar hinterlasst. Es ist ganz egal, was da steht, also da muss nicht irgendwas drin vorkommen oder so. Müsst auch nicht herzlichen Glückwunsch zu 5000 Abonnenten schreiben oder so, sondern egal, was ihr schreibt unter diesem Video. Jeder kommt dann in den Lostopf. Ich werde dann den Gewinner in einer Woche, ihr könnt dann hier draufklicken, da kommt ihr zu meinem Blogbeitrag, wo ihr diese Karte beschrieben findet. Und auf diesem Blogbeitrag, also wenn ihr hier das weiße i anklickt, da werdet ihr dann in einer Woche den Gewinner sehen. Ich blende euch jetzt mal hier das Datum ein, wann es ist. Ab da werde ich die drei Gewinner da hinschreiben. Und diese drei Gewinner müssen sich dann aber bei mir melden, damit ich an eure Adressen komme natürlich. Sonst kann ich es euch nicht schicken. Das heißt, schaut bitte dann in einer Woche hier auf meinem Blogbeitrag vorbei. Schaut, ob da euer Name und euer Kommentar erscheint. Wenn ja, ist das super, dann seid ihr die Gewinner und dann schreibt mir bitte einfach eine E-Mail an babsisbastelwerkstatt@gmail.com und dann schicke ich euch eure Gewinne zu. Das heißt, Platz 1, Platz 2, Platz 3, so mache ich das jetzt einfach mal und werde dann eben mit dem Programm, das heißt Comment Picker, eure Kommentare da in die Verlosung reinnehmen. Das heißt, ihr stimmt zu, dass euer Name, so wie eben bei YouTube heißt, und euer Kommentar auf meiner Webseite veröffentlicht wird. Und alle anderen Bedingungen, also bitte erst ab 18 teilnehmen, können natürlich auch Mama und Papa teilnehmen für ein Kind, falls ihr mitmachen wollt. Natürlich geht das auch, also wenn eure Mama das dann für euch übernimmt, ist das ganz klar. Alle anderen Bedingungen, also bitte deutschlandweit und, das blende ich euch jetzt einfach hier im Bild ein. Und das ist so wie immer. Und eine wichtige Sache ist noch, wenn ihr euch dann innerhalb von einer Woche nicht meldet, also bis zu diesem Datum, das ich euch jetzt nochmal einblende, dann werde ich nochmal auslosen und dann wird nochmal auf meinem Blogbeitrag eben auf demselben nochmal der neue oder die neue Gewinnerin oder Gewinner verkündet. Und da dann bitte nochmal nachschauen und gucken, ob ihr da dabei seid. Einfach, wenn sich jemand innerhalb von einer Woche nicht meldet, dann kriegt das einfach jemand anders dann. Okay, also wie gesagt, alle Bedingungen blende ich euch ein. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen zum Sagen. Ich danke euch sehr herzlich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch jetzt schon mal frohe Ostern, aber ich glaube, wir sehen uns vorher noch ein paar Mal. Aber genau, wie gesagt, Gewinnspiel, macht mit. Ich drücke euch allen ganz fest die Daumen und ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal im nächsten Video und ganz viel Spaß mit dieser wunderschönen Osterkarte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und danke fürs Zuschauen. Ach ja, mein Spruch, oh Gott. Ich bin total aufgeregt, merkt ihr das? Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt und ihr mich noch nicht abonniert habt, dann macht es natürlich sofort. Drückt dabei diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!